Hey Leute. Hey. Hallo. Das heiß ersehnte Nachher-Video. Nach unserem Schweigen. Ja, wir wollten erstmal unsere gemeinsamen Erfahrungen erzählen. Also was bei uns allen ähnlich war. Weil eigentlich hatten wir sehr unterschiedliche Themen, die dabei hochgekommen sind. So. Weil es einfach darauf ankommt, was die jeweilige Person früher verdrängt hatte oder was da eben für nicht angeschaute Emotionen oder Gedanken, Gefühle, was auch immer sind, Ängste. Aber es waren trotzdem halt auch viele Gemeinsamkeiten, die wir hatten. Zum Beispiel war es eben so, dass für uns alle eigentlich die Zeit relativ schnell vorbeigegangen ist. Zumindest die ersten drei Tage. Genau. Vielleicht erzählen wir noch kurz dazu, dass Ramona und Nikolai drei Tage, Tobi vier und ich fünf Tage geschwiegen haben. Also jeder hat so gemacht, wie es gepasst hat. Und genau. Aber die ersten drei Tage waren bei mir auch super schnell vorbei. Ja. Und ich kann euch noch nicht mal sagen, was ich da gemacht habe. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur gelegen und geatmet, mich ausgeruht, geschlafen, ganz viel geschlafen. Ja. Erstmal kam so Erschöpfung überhaupt hoch und ich hatte ganz doll das Thema, so darf ich mich jetzt einfach so lange ausruhen, darf ich jetzt so lange hier einfach nur rumliegen und nichts machen. Das war echt, habe ich eine Weile gebraucht in meinem Kopf, bis ich gemerkt habe, so boah, ja, dieses Thema gibt es, ich muss eigentlich immer was leisten und darf eigentlich gar nicht so richtig zur Ruhe kommen. Ja. Also für mich war es richtig schön, einfach mal rumzuliegen und nichts machen zu müssen, weil das ist einfach, also ich habe jetzt nicht so stark irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt was leisten oder so, aber es ist einfach mal zu beobachten, einfach 8 Stunden auf der Terrasse rumzuliegen und nichts zu tun. Und dass es viel erfüllender ist, als das Gefühl haben zu müssen, irgendwas zu machen, um etwas wert zu sein oder um etwas zu schaffen, dass das mir so viel mehr gegeben hat, das war neu für mich, aber ich kannte es auch schon, aber es ist mir noch viel klarer geworden. Und ich konnte mir auch voll erlauben, dass ich hier rumliege und nichts tue. Ja. Wo andere vielleicht nicht so, für die wäre das voll schwierig. Ja, ich hatte damit auch, also so von mir das Erlauben, nicht so das Problem mit, weil ich da so die 3 Tage irgendwie festgesetzt hatte. Ja. Und dann war das irgendwie klar, so, ey, dann mache ich das halt. Und ich habe halt auch erst gemerkt, so wie erschöpft eigentlich mein Körper war und wie ich mich eigentlich so voll überanstrengt habe. So voll, sonst ist man halt immer am Machen und dann macht man das Nächste und weil es halt ständig was zu tun gibt, so stresst man sich selbst so ein bisschen rein. Ich war mir dessen gar nicht so bewusst und im Prinzip habe ich 3 Tage am Stück erstmal nur gepennt. Ich habe immer, wenn die Sonne untergegangen ist, habe ich mich hingelegt so auf die Aussichtsplattform, habe in Sternenhimmel geguckt, bin dann eingeschlafen und wenn die Sonne wieder aufging, und hier ist ja so ungefähr ein 12-Stunden-Zyklus, also so um 6:30 oder was geht die Sonne unter und 6:30 auch wieder auf. Und dann habe ich im Prinzip 12 Stunden am Stück mindestens gepennt und dann noch den ganzen Tag fast. Also ich habe so viel geschlafen und habe erstmal gemerkt, so, dass ich so nach 2,5 Tagen so langsam der Körper entspannter erst wurde. So. Und dass ich vorher gar nicht wahrgenommen habe, so in was für ein Stress man sich durch das Ganze immer wieder das Nächste tun und weil es immer halt was zu machen gibt, halt einfach so selbst so reinsteigert, obwohl man ja nur Dinge macht, so die einem so Spaß machen, die einen erfüllen. So. Ja. Trotzdem da immer wieder in sich reinzuspüren. Ja. Immer wieder. Ja. Ja. Das war echt angenehm zu beobachten. Also es war auf jeden Fall interessant, sehr früh ins Bett zu gehen, also um 7 oder 8 eben, wenn es dunkel wird. Aber es gibt ja da nichts zu tun. Ich meine, ja, es gab kein Computer, irgendwas zu machen, nichts zum Lesen. Ja, es war einfach, okay, dann geht man schon früh ins Bett. Bei mir war es dann auch so, dass ich oft nicht einschlafen konnte oder nicht sofort gleich einschlafen konnte. Noch viel
überlegt habe und eben im Kopf und alles. Aber was mir auch aufgefallen ist, waren die Träume, weil ich in den 3 Tagen immer intensiver wurden und auch, also was das Erinnern anging, das war sehr spannend zum Beobachten. Ja, da ging es mir genauso. Also Träume waren voll intensiv, voll viele und sehr klar eben. Und gefühlt auch die ganze Nacht, also ja, mehr so genau. 8 Stunden nur geträumt. Ja, ja schon. Und manchmal einmal bin ich aufgewacht und hatte irgendwie 3, 4 Träume und an die konnte ich mich so klar erinnern. Mhm. Ja. Ja. Mit den Träumen. Ich hatte schon auch Träume, aber mir ist es nicht so doll aufgefallen, glaube ich, wie euch. Also es war auf jeden Fall klare Träume da, aber ich würde jetzt nicht sagen, so die ganze Nacht oder so. Ja. Was ich gerne noch erzählen wollte, war so, dass das war irgendwie dann nach dem 3. Tag oder also 4., 5. Dass ich so, dadurch, dass ich halt die ersten Tage so viel geschlafen habe und so entspannt war, hatte ich das Gefühl, dass mein Atem, der sonst vielleicht eher so angehalten ist, weil ich halt immer so irgendwas machen und tun und dann konnte ich im ganzen Körper atmen. Das war ein total schönes Gefühl, so, dass ich von der Zehenspitze bis zur Haarspitze irgendwie geatmet habe, also jede Zelle. Und das war... Boah, ich lag da echt manchmal stundenlang und hab das war so beeindruckend, dieses Gefühl, ja. So tief zu atmen und da hatte ich auch so eine ganz schöne Erkenntnis, dass, also ich habe halt so diesen Atem durch mich durchgespürt und es hat sich angefühlt so, das ist das Leben, also dieser, so wie man auch so schön sagt, ne, der Lebensatem und das hat sich so schön angefühlt, dass ich irgendwie die Erkenntnis hatte, das Leben ist immer gut. Das Leben meint es immer gut. Und das war irgendwie so eine schöne Erinnerung und da möchte ich möchte ich mich lange daran erinnern, dass ich da egal was passiert, also weil es waren ja auch viele dunkle Momente, viele tiefe Erinnerungen, die schmerzhaft waren, die dann hochgekommen sind, und da trotzdem zu wissen, es passiert, weil es gut ist, dass es rauskommt. So. Und genau. Vielleicht jeder kurz eine Erkenntnis oder was er so ein, was er hatte. Also bei mir war es die Erkenntnis, umso weniger man reichen will, umso weniger man Ziele hat oder ja, umso weniger man will, umso glücklicher oder umso, ja. Einfacher und erfüllender das Leben oder der Moment. Das war, was mir so gekommen ist. Ja, da muss ich auch gleich anknüpfen, weil das kam bei mir auch. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwas erreichen zu müssen, irgendwas sein zu müssen und in den Tagen ist mir nochmal bewusst geworden, was auch sehr schmerzhaft für mich ist, dass ich wirklich so wie ich bin, vollkommen bin. Dass es nichts gibt, wo ich hinstreben muss, sondern dass es alles so aus meinem Herzensweg kommt und ich geleitet werde. Das habe ich auch. Ich habe mein Video schon fertig. Das Schweigevideo. Da habe ich da auch nochmal genauer beschrieben. Und ja, dass alles da ist. Dass wir uns um nichts Gedanken machen müssen. Dass alles in dem Moment, in dem du gerade einfach bist und die Palme ansiehst oder die Wolken, dass alles viel schöner ist, als wenn du irgendwie in die Zukunft strebst und anders sein möchtest. Da gibt es noch so viel zu erzählen, deswegen belasse ich das erstmal dabei. Also, ja. Tobi? Ich muss sagen, boah, ich hatte am 1. und 2. Tag voll viel so Erkenntnisse, so kleinere. Also irgendwie hatte ich erst so Gedankengänge, die halt sonst immer aufgetaucht sind. Und dann war die Antwort so klar irgendwie in dem Moment so. Aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war dann einfach wie weg, da war dann kein Problem mehr drin. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für Sachen das konkret waren. Ja.
Voll positiv, ne? Das ist ja gegangen. Ja. Ja. Neu. Und halt, ja, trotzdem halt dieses Sein so. Also das habe ich danach ganz stark mitgenommen, so die ersten ein, zwei Tage danach auch vor allem voll stark gemerkt, dass ich auch mal nicht einfach so das was mache und dann das nächste mache und ich habe ja das dann und dann kann ich das machen, sondern dass ich manchmal mich einfach nur zwischendrin so, jetzt atme ich einfach mal und schau irgendwie meine Partner an oder so einfach nur mal den Moment genießen, so zwischendrin. Und ich finde aus diesem Nichtshandeln oder aus diesem im Fluss sein, finde ich, wenn man dann so im jetzigen Moment ist, dann kommen so voll diese Momente, wo man was schaffen möchte, wo man irgendwie einfach im Fluss ist und einfach das macht, was gerade aus einem rauskommt, so, weil man gerade Lust hat, irgendwie zu schreiben, fängt man plötzlich an und dann fließt es einfach so. Oder man macht ein Video und es fließt einfach so raus und es fließt das Leben durch einen durch. Irgendwie. Das ist wie einfach im Sein sein, so im Fluss. Ich weiß nicht. Und was ich auch hatte, war halt immer so die Gedanken haben am Anfang erstmal nicht aufgehört so. Das hattet ihr ja, glaube ich, auch gemeint, das ist bei euch ähnlich. Ja. Und man sitzt halt so da und man kann die Gedanken genau beobachten und sieht einfach so, beobachtest dich selber und die Gedanken tauchen halt so auf und du redest halt wie immer mit diesen ganz normalen Gedanken. Mhm. Ja. Und irgendwann wird es halt immer weniger und ich finde auch, dass es erst so nach dem dritten Tag oder am dritten Tag habe ich gemerkt, wie langsam so ein bisschen diese Ruhe immer mehr einkehrt. Also ich denke auch, normal wie passender und so ist ja zum Beispiel 10 Tage Schweigen und ich denke, diese 10 Tage haben schon wirklich einen Sinn und am dritten Tag, finde ich, hat es echt erst so eigentlich angefangen, dass man dann so wirklich mal zur Ruhe kommt so, und dass es dann in eine andere Phase übergeht, finde ich. Ja. Also das nächste Mal würde ich es auch gerne länger machen so. Aber ich fand, es war jetzt zum Einstieg halt einfach schön, um das kennenzulernen so. Und dann das nächste Mal so würde ich halt gleich 10 Tage irgendwie planen und ja. Genau. Wann machen wir das? Ja, jetzt noch den Winter. Ja. Schauen. Und Dunkelretreat wollte ich irgendwie. Ja, genau. Hatten wir es ja auf auch jeden von. Fall. Ja, das finde ich auch voll interessant, sich so in absolute Dunkelheit zurückzuziehen. Also 1 bis 7 Wochen, sagt man so, also 7 bis 49 Tage. Und dann bildet sich da auch so ein innerer Bildschirm aus. Und ja, und man ist halt wirklich so auf diesen Ursprung zurückgeworfen und irgendwann tauchen halt nach ein paar Tagen normalerweise innere Bilder auf und so. Und ja, das fände ich mal sehr interessant. So. Auch vielleicht in Kombination mit meinem Fasten machen. Ja. Aber das dauert noch ein bisschen. Das Lustige ist ja, dass wir ein Dunkelretreat direkt nebenan haben, hier, wo wir gerade wohnen. Und der Kanal, jetzt habe ich wieder seinen Namen vergessen, Maxime for All, der hat hier in der Nähe das Dunkelretreat gemacht, hat dazu auch ein Video, wo er halt erzählt, wie es war. Ich habe es noch gar nicht angeguckt, aber ich weiß halt, dass es hier direkt um die Ecke ist. Und dann habe ich zu Nikolai gesagt, am liebsten will ich morgen schon anfangen. Also mein Gefühl ist einfach, dass ich das auch auf jeden Fall machen möchte. Ja, schon. Mit der Dunkelheit. Und einfach zu sein. Ja. Es macht so Spaß. Einfach zu beobachten, zu sein. Durch auch schwierige Momente durchzugehen. Das ist so heilsam. Und du guckst dir einfach mal alles an, weil du hast ja nichts anderes. Wie Nikolai meinte, es gibt da nichts, wo du jetzt dich irgendwie ablenken kannst, sozusagen. Ja. Naja, also bei mir gab es am Anfang, ich habe auch schon angefangen aufzuräumen, zum Putzen. Ja. Am zweiten Tag war es noch, wo ich die Fliegengitter gereinigt habe. Ja. Also man findet dann schon auch Tätigkeiten, ne? Ach, das könnte ich jetzt noch machen. Aber so nur da sitzen war halt. Ja, das war, glaube ich, nochmal eine schwierige Nummer. Ja. Also das ist auch das Gleiche, das wollte ich eigentlich auch ansprechen, so mit dem, da ging es uns ja, denke ich, auch allen ähnlich, mit dem, dass man sich so ablenkt. Mhm.
Aber ich finde, man nimmt es halt bewusst wahr. So anfangs habe ich irgendwie Kokosnüsse geschnitten oder sowas oder bin dann irgendwie ständig erst dahin und dann zum nächsten Ort oder sowas. Mhm. Und also man beobachtet es, also man nimmt es einfach so schnell wahr, weil man, denke ich, eh nur so wenig Dinge tut und dann nimmt man, finde ich, ganz klar wahr, das und wann man sich ja, ablenkt. So. Echt, ja. Und nicht so wie sonst, dass man dann eh so mit allen, mit den ganzen vielen Alltagseinflüssen und wenn man eh noch alles macht, schreibt, liest und so weiter, dass man ja, da das viel besser wahrnimmt einfach. Mhm. Dass sich dem wirklich so bewusst ist, wenn man sich gerade ablenkt und dann kann man auch schauen, was steckt da eigentlich dahinter so, vor was laufe ich gerade davon und warum lenke ich mich so ab. Ja. Ja. Das hatten wir ja auch, also so eine andere Art der Ablenkung war ja auch sich, dass sich ganz viele Gedanken um das Essen gedreht haben. Mhm. So wie, wann esse ich die nächste Mahlzeit, wie mache ich das? Und also da, das war auch was, wo ich gemerkt habe, wo mein Kopf sich viel mit beschäftigen konnte, weil es ja sonst nicht so viel gab. Das fand ich spannend, weil das hatten wir ja auch alle so, ne? Dass, dass das auch eine Art war, wie man sich also beschäftigt hat. Und eine schöne Art dabei war aber zum Beispiel auch, dass ich dann die Melone zum Beispiel halt das als Meditation gemacht habe und viel mehr Zeit hatte einfach, das wirklich oder die Melone ganz bewusst so zu essen oder noch das intensiver so zu spüren, was da mit mir passiert, wenn ich die zu mir nehme. So. Und alles hat sich sowieso von der Wahrnehmung her intensiviert. Ich habe das auch eigentlich erst hinterher gemerkt, dass halt die ganze Aufmerksamkeit die ganze Zeit nach innen ging. Und als ich dann quasi aus der Stille kam und dann wieder Menschen begegnet bin, dass ich das Gefühl hatte, die können mir so voll tief in die Seele gucken. So, also das, oder halt auch, dass ich gemerkt habe, dass auf einmal so Gefühle von ganz tief unten rausgebrochen sind. Und dass ich dann auf einmal ganz traurig geworden bin oder irgendwie heulen musste, weil mich was ganz tief berührt hat, so was vielleicht vorher gar nicht so tief reingegangen wäre. Können wir das Schweigen weiterempfehlen? Ja. Auf jeden Fall. Ich würde es wieder machen, ja. Ja, definitiv. Ich denke, es ist für jeden sinnvoll, um einfach sich seine Themen anzuschauen. Mhm. Und dann gibt es eben halt noch die individuellen Sachen, die dabei hochkommen. Und das ist halt je nachdem, was man halt für Themen von der Psyche her hat. Da kann halt alles Mögliche hochkommen, alles, was man in seinem Leben sonst verdrängt hat. Oder was für Traumata man hatte. Und bei mir war zum Beispiel auch schon vorher so ein Thema, einfach, dass so Ängste hochgekommen sind. Und ich muss sagen, so ey, die 3 Tage, 4 Tage waren so für mich, was Ängste anbelangt, die schlimmsten Zeit irgendwie meiner Kindheit. So, weil da irgendwie so viel Angst hochgekommen ist. Ich hatte jetzt eigentlich so wenig Ängste wie noch nie, aber jetzt kam halt nochmal irgendwie so was ganz Altes hoch, das sich gerade löst. Aber das hat vorher schon angefangen bei mir und es ist jetzt halt einfach durch diesen Prozess, durch das Schweigen halt jetzt, dadurch wurde halt nur die Grundlage geschaffen, sodass das jetzt halt noch mehr rauskommen kann. Ja. Und es war deswegen auch eine harte Zeit, sag ich mal, weil es ist halt gerade bei mir dieses alte Trauma ausgelöst hat. Ja. Aber das wollte ich dann so in den einzelnen Videos, wollten wir das dann eben ansprechen. Also diese einzelnen, ja. Also ganz speziell für Paare ist bei mir, also bei Ramona, mir war es eben so, die Häuser hier sind ja nicht so groß und da war es jetzt schon mal so interessant, 3 Tage kein Körperkontakt, 3 Tage nicht in die Augen schauen, 3 Tage nicht reden, ja, also ich glaube, ich kann es jedem Paar empfehlen, mal die Erfahrung zu machen, weil daraus bekommt man auch eine ganz neue Sichtweise und ja, man muss dann Rücksicht nehmen. Man muss dann Rücksicht nehmen, was man ja im Alltag nicht macht. Nein, aber im Alltag redet man halt und wenn man nicht reden kann, dann ja. Man muss sich selbst um seine eigenen Bedürfnisse kümmern. Das hatte Kati ja auch gesagt, so,
wenn du nicht genug Platz hast, so, dann ist es nicht so, dass du sagst so, hey, boah, kannst du mit woanders hingehen oder stört mich jetzt, wenn du gerade hier kochst oder so, nee, dann musst du dir halt selbst deine Wohlfühlzone schaffen und dann musst du halt gehen und dir einen anderen Platz suchen oder ja. Dann sorgst du unabhängig von dem anderen für eine Lösung für dich. So. Und das ist halt auch das Schöne, da wieder zu merken, so hey, ich muss gar nicht oft irgendwie im Außen eine Lösung suchen, sondern es muss jede Lösung einfach bei dir. So, was kann ich da machen, unabhängig von dem, was der andere im Außen macht. Die Lösung kommt dann von innen einfach und du arrangierst dich mit der Situation. Ja. Ich hoffe echt, die kleinen Insekten im Hintergrund sind nicht so laut. Ja. Aber das ist der Sound aufs Kochen da. Es geht bei der Sonne unter. Ja. Noch irgendwelche Schlussworte? Genieße den Moment, auch wenn du nicht schreibst. Das ist so einfach. Da möchte ich auch noch viel mehr Videos zu machen. Der Moment. Du brauchst keine 3 Tage schweigen oder 10 Tage schweigen, um Stille an dir zu erfahren. Es geht auch in jedem Moment, in der U-Bahn, in der Schule. Einfach mal ausprobieren, ganz langsam anfangen. Ja. Aber 3 Tage und mehr sind natürlich auch toll, die ich gehört habe. Ja. 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 Einfach mal durchatmen, sein. Nicht an heute oder an morgen oder gestern denken. Einfach nur jetzt sein. Gut. Und schauen, was dann passiert. Leben einfach zu entschädigen. Ja, ich meine, wir können jetzt natürlich schon noch eine halbe Stunde oder so quatschen. Ja. Aber ich finde, das kann dann jeder in seinem Video machen. Ja, ich hoffe, ja. Meinst du, übrigens 40 Minuten lang geworden? Das ist sehr viel Schweigen. Aber also, ich habe 20 Minuten schon geredet oder 15 Minuten, jetzt besser geschrieben und bitte. Dann sag mal jetzt einfach mal Tschüss, oder? Ja, ja. Genau, die anderen Videos gut. Verlinken wir dann. Ja, genau. Genau. Ja, die persönlichen Videos. Erfahrungsberichte von unseren eigenen Erfahrungen, die da emotional hochkamen, die sind drunter verlinkt, die Erfahrungsberichte, wenn sie dann aufgenommen wird, werden sie verlinkt. Genau. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Ja, danke. Dankeschön. Alles Liebe. Danke.